Danke, Portal. Danke. Beziehungsweise danke, GLaDOS. Aber boah, der Humor von dem Spiel ist echt minimals makaber. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Nicht gut, aber habe ich nicht... Hast du nicht gesagt, ich treffe jetzt zwei Leute? Zwei Menschen? Hallo, Kamera. Okay. Was passiert, wenn ich hier drücke? Ach, dann ist die Tür auf. Okay. Tür auf? Tür auf. Dingens mitnehmen. Ernsthaft, das war's? Tür auf. Problem gelöst? Nicht schon wieder. Was passiert, wenn ich jetzt hier reingehe? Dann bin ich hier oben. Und wenn ich jetzt dieses Portal hier hinsetze und hier durchgehe, komme ich nach hier. Was mich nicht weiterbringt. Was passiert, wenn ich wieder zurückgehe? Auf die Strecke und das Portal da oben reinsetze. Und... Oh, ich habe mich schon wieder gesehen. Yay. Ich frage mich, ob ich davon geistig gestört werde. Dass man sich hier selber durch die Portals rennen sehen und so. Portale? Portale. Ich glaube, das ist der korrekte deutsche Plural. Ja, das funktioniert. Okay. Naja, am einfachsten wäre es jetzt, ein Portal darüber zu legen, ne? Dafür bräuchten wir ein Portal da. Okay, nein, das funktioniert so nicht. Wird mal überlegen. Der Ausgang ist offen, das heißt, wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir da hinkommen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Problem erledigt, okay. Nein, so nicht. Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Wir müssen nur natürlich, müssen das Ding also ausschalten, bis wir da drüben sind. Dann den Stein drauf fallen lassen. Ich glaube, das... Nee. Ich glaube, ich weiß wie. Okay. Wir nehmen den Stein mit. Portal da. Okay, wir nehmen den Stein mit. Nee. Das ist das Falsche. Wir müssen nochmal da rein. Okay. Aha. Okay, das erklärt's. Das Ding sorgt dafür. Ach so, warte mal. Das ist so alt. Warte. Wir müssen. Was? Ich kann doch hier ein Portal. Geht doch. Da das Portal hin. Ich verstehe. Hoffe ich. Ich nehme das Ding hier hin. Setze das Portal. Wo ist denn das jetzt? Dahin? Gehe hier durch. So, jetzt können wir hier hin. Das Portal einfach daneben setzen und wir fahren nach oben. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Ja. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Mhm. Ich habe Gefühl, ich kann Überraschung nicht leiden später. Deutsch, Dankeschön. Ich habe das Gefühl, die Überraschung wird mir nicht gefallen. Wie gesagt, also, ich habe nicht... So weit hab ich tatsächlich nicht gespielt. Das hat mich 6 Stunden gekostet. Wie lange nehme ich auf? Keine 6 Stunden. Gut. Die Überraschung. Moment, habe ich das doch schon gespielt? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach weiter. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, glaube ich. Das gefällt mir nicht. Kann ich speichern? Wahrscheinlich nicht. Überraschung in 3, Mama, 2, 1. Bing. Ich hab gelogen. Überraschung. Boah.
kommen, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Also doch meine Eltern, das ist super. Turrets. Ein Turret. Kann ich den... Nee. Okay, wir müssen erstmal diesen Turret eliminieren. Böser Turret. Wie mache ich das am besten, dass ich den Turret eliminiere? Hallo? Tschüss. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Bringt mir nichts. Mistvieh. Schau mal von hier die ganze Sache. Jetzt muss man den Kopf so seitlich haben, ne? Hey, Hilfe. Wir gehen jetzt mal hier runter. Hui. Ponk. Ach du Kacke. Ich fürchte, ich weiß, wie wir das machen müssen, aber ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Moment, ist da hinten ein Knopf? Ja, da ist ein Knopf, okay. Wie löse ich jetzt mein Problem, dass ich hier gleich erschossen werde? Gar nicht. Hallo. Haha, verkackt. Böser Turret. Wenn ich hier drücke, fällt er da raus und... Sie bringen sich gegenseitig um. Na, super. Wie halte ich die jetzt auf? Ist, glaube ich, die Frage Nummer 1, wie halte ich Dinge auf? Dass die nicht in der Luft zusammenklatschen und dann runterfallen. Jede Wette, ich brauche dafür das hier. Nur, wo mache ich es dran? Problem erledigt. Hoffentlich. Problem erledigt. Nicht ganz so, wie ich es mir gedacht habe, aber Problem erledigt. Nächstes Problem. Der Laser muss durch diese ganzen Dinger diesen Turret töten und da rein. Okay, los geht's. Nein, niemand da. Lass mich. Oh, verdammt, ich bin so tot. Okay, hinter dem Schutz, in dem Glas bin ich schutzsicher, was? Na, lass das! Pfui, böses Portal. Ach, der zielt immer noch. Ach du Kacke. Wie kriege ich den jetzt tot? So, dass... Also nicht tot, aber so, dass er nicht mehr auf mich schießt. Ich werde wohl laufen müssen. Ernsthaft. Ihr müsst mich verarschen wollen. Wow! Ah, hinter dem Licht kann er mich gar nicht sehen. Ich verstehe. Okay, zwei Stück sind... Jetzt hau ich diesen blöden Turret um. Wie meint der am besten? Ohne, dass es mich tötet. Ich glaube, dafür muss ich schnell sein. Ich bin nicht gerne schnell, weil ich da sterbe. Hi. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Ernsthaft? Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Boah, irgendwann hau ich GLaDOS nochmal einen ins Gesicht, aber so richtig. Okay, Problem erledigt. Okay, das kriege ich hin. Das war jetzt verglichen mit dem... Warte, was? Oh, ja. Das war dumm von mir. Das hätte einfacher funktioniert.
Noch mehr Turrets. Mama mia. Böse Turrets. Schnell weg hier. Ah! Mama mia. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Oh Gott, nein! Sie klein darum. Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause! Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Nur noch 5 Kammern? Ich hoffe, das ist tatsächlich so. Dann werde ich diese 5 Kammern werde ich jetzt dann heute noch spielen. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Ah ja. Okay. Das heißt, ich bin eine Tragödie, die lange gepennt hat. Habe ich verstanden. Danke. Und das ist für dich lustig. Böse Turrets. Ach du Heilige. 4 Stück. Okay, und jetzt? Das war klar, dass das nicht funktioniert. Heilige. Das da rein? Das da rein. Fast. Ach so. Ich verstehe. Nicht ganz. Moment, ich könnte so ein Ding hier draufstellen. Aber was bringt mir das? Könnte ich das umleiten? Aber wohin? Und warum sollte ich das tun? Da ist eine Plattform. Das gefällt mir nicht. Eine Katapultplattform, die mich dagegen ballern wird. Haha, oder auch nicht. Wenn das funktioniert, ne? Dann lache ich. Nur da drauf kommen. Also funktioniert es nicht, okay. Moment. Doch, das funktioniert vielleicht sogar. Wenn ich jetzt nämlich. Oh Gott, das wird so schief gehen. Hui! Moment. Aha! So ist besser. Aha. Sehr schön. Okay, und jetzt? Hier wollte ich nicht raus, ich wollte da oben. Egal. Wir müssen also den Laser irgendwie dahin kriegen. Wie machen wir das? Kann ich irgendeinen Moment. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe keine Ahnung, was diese Laser bewirken. Aber ich weiß, der Laser soll da hinten rein. Da. Nebenbei kann er die Portals ausschalten. Die Turrets. Da, die 4. Den Laser. Habe ich hier ein Portal ähnliches? Nee, genau, da war das ja. Das heißt, ich muss den erstmal mit so einem Cube hier rauslenken. Irgendwo hin. Aber wohin? Nächste Frage. Schauen wir mal. Gucken wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Okay, das funktioniert nicht. Wenn ich den von hier lenke, den Strahl. Wir versuchen das gleich einfach mal. Ich versuche das jetzt mal so. So, pass auf. Kann ich eigentlich... Nein, ich kann nicht sprinten. Okay, interessant. So. Tür auf. Das heißt... Im Fall... Okay, passt soweit. So, und jetzt muss ich... Das orangene Portal woanders hinsetzen. Damit ich irgendwo hochkomme, wo ich hin will.
Dann überlege ich gerade, wie machen. Wo springen wir denn am besten mal hin? Wenn ich hier hinspringe, fliege ich dagegen und lande unten. Nicht gut. Ich will die Turrets umklatschen. Aber das kann ich noch nicht. Vielleicht passiert ja irgendwas, wenn ich das Ding da drüben aktiviere. Um das zu aktivieren, muss ich irgendwie... Moment. Nein, 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 nein. Nein! Aha, funktioniert doch. Au. Okay, wir haben einen Ausgang. Ne, einen Eingang? Einen Ausgang? Einen Eingang? Ich weiß es nicht genau. Ah, der Eingang, okay. Wir sind also wieder am Eingang dadurch. Das ganze Spirenzken. Okay. Jetzt wird's interessant. Also. Ah, der muss von beiden Seiten der Laser da rein, was? Nee. Was? Verstehe ich nicht. Egal. Ich verstehe so vieles nicht. Kann ich? Nein. Wäre zu schön. Ich muss mir das Ganze nochmal angucken hier. Was haben wir denn da oben? Praktisch gar nichts. Da ist das Zeichen dran. Haben wir da auch ein Zeichen dran? Nein. Da auch nicht. Also da ist ein Zeichen dran, was irgendwas mit dem linken Punkt. Also hier sind beide Punkte. Da ist was mit dem linken Punkt. Ist hier auch was mit dem Punkt? Keine Ahnung. Okay, versuchen wir das Ganze mal. Na. Gucken wir mal, was mit dem Punkt ist. Hier was mit dem Punkt? Nein. Okay. Dann die gute alte Try-and-Error-Methode. Wir nehmen uns jetzt diesen Cube. Diesen hier. Und laufen damit hier durch. Aha. Schalten damit das Ding an. Was hat mir das jetzt gebracht? Das Ding ist an. Aber was genau hat mir das jetzt gebracht? Ich glaube, wir sollten uns erstmal darum kümmern, dass wir hier die Dings bekommen. Das heißt, ich mache ein so ein Ding da rein. Ein so ein Ding da rein. Wenn ich hier durchfalle... Na. Nein. Das Orangene muss ich dahin machen. So. So, und während wir fallen... Nein, 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 nein. I fucked up again. Okay, nochmal. Das Orangene auf. Hier runterfallen. Während wir fallen... Das neue Orangene dahin. So. Das erledigt. Jetzt muss ich das blaue Portal ändern. Und zwar wollen wir... Wo war denn das jetzt? Dahin. Ha. Okay. Das wäre erledigt. Schritt 2. Was machen wir jetzt damit? Wir werden versuchen, darüber zu kommen. Und... Nee, warte. Was? Wir müssen vermutlich darüber. Um von da dann den Strahl nach da zu leiten. Versuchen wir es. Wie machen wir das denn? Da oben raus? Und dann darüber fliegen. Easy peasy. Versuch ist es wert. Das auf. Das auf. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so garantiert nicht, weil wir nichts mitnehmen können. Wir brauchen die Portal Gun. Ich könnte gucken, ob ich das Ding vorschicken kann. Das könnte funktionieren. Okay, wir lassen das Ding jetzt da fallen. Ja, hau mir halt das Ding ins Gesicht. Passt schon. Das heißt, wir müssen das hier reinschieben. Und relativ schnell das Portal, da, das orangene Portal da oben hinwerfen. Okay.
Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, wir versuchen es nochmal. Oh, das eine Ding von dem Ausgang ist schon offen. Aha, okay, verstehe. Moment. Moment. Das Ding muss aktiviert sein. Wenn das aktiv... Aha, okay, also wenn das aktiv ist, geht die Tür auf. Gut zu wissen. Da oben sind 4 Turrets. Keine Möglichkeit, da hoch zu teleportieren. Okay. Das heißt, wir müssen das irgendwie mit Geschossen erledigen. Problem momentan. Diese Kugel können wir nicht mitnehmen, wenn wir hier lustig durch die Gegend hüpfen, wie wir das hier gemacht haben. Denn dann müsste ich die Kugel im Flug fallen lassen, den Cube im Flug fallen lassen, neues Portal schießen und es wieder auffangen. Das funktioniert nicht. Wenn ich das aufmache und das mit dem Cube hier runter gehe, lande ich hier. So. Wenn ich jetzt dieses Ding... Warte mal. Nee. Das funktioniert auch nicht. Nee. Moment. Moment. Wenn ich das hier hinsetze, ne? So, und ich dann das hier nehme. Nicht den Strahlkreuz. Na, egal. Portale schmelzen? Portal-Turrets schmelzen? Nö, funktioniert auch nicht. Okay, schade. Kann ich irgendwas anderes schmelzen? So, dass... Nee, das funktioniert auch nicht. Okay. Okay. Bauen wir das Ding hier mal um wieder. Nein, lass das. Dass das wieder da drauf leuchtet. So. Ist das Ding nämlich wieder aktiv. So. Damit haben wir das Rätsel erledigt. So. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir diesen Lasers. Müssen wir mit Portalen irgendwie da reinkriegen. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn das da reingeht. Haben wir hier auf der gegenüberliegenden Seite. Da wäre... Ah! Heilige Drecksvieh. Nein, hier ist niemand. Geh weg. Niemand mag dich. Wir haben das Ding da. Ist es möglich, den Laser so zu leiten, dass der hier reingeht? Nein, glaube ich nicht. Nee, ist es nicht. Schade. Jetzt hätte man das machen können. Funktioniert nicht. Das hat Kino gerade auch, dass der so schräg... Ah! Nein, lass das. Okay, wir lassen das, wie es ist. Keine Ahnung. Okay. Wir versuchen uns erstmal, das Ding da oben wegzuschnappen. Müssen wir das aufmachen, das aufmachen. Können von hier aus hier hin. Fliegen eine Runde. Und ich gucke in die falsche Richtung. Wir müssen das blaue Portal da oben links in die Ecke ballern. Sehr gut. Nicht ganz so gut. Okay. Versuchen wir es nochmal. Jetzt muss ich das andersrum machen, ne? Nein. So. Das da in die Ecke. Und was? Oh, ich habe den mitgenommen. Sind sie weggeschossen. Okay. Finde ich gut. Jetzt haben wir den hier. Und jetzt? Was bringt mir das? Wir haben ein so ein Teil. Problem? Wir können damit nichts anfangen. Lösungsmöglichkeit? Durch die Gegend rennen und schreien. Okay, wir können also das Ding aktivieren, indem wir das hier runterjagen und das direkt hier reinhauen. Von hier aus könnte man dann auch... Aha, okay. Von hier aus könnte man das mit dem Strahl so leiten, weil die Dinger das ja durchleiten, dass das aktiv wird.
Nur noch die Möglichkeit, wie wir mit dem Laser da hinkommen. Das scheint zu einfach zu sein. Ich weiß nicht, ob es da oben eine Möglichkeit gibt, hinzukommen. Das ist ja das Problem. Ach du Schande. Portal kann frustrierend sein. Aber egal, das Rätsel will ich jetzt lösen noch, bevor ich pennen gehe. Beziehungsweise bevor ich den ganzen Kram anfange zu rendern. Steht da? Keine Ahnung. Vielleicht unwichtig, vielleicht nicht. Was? Das ist doch ganz klar eine Portalplattform. Schweinerei. Wir gucken nochmal, ob wir da oben hochkommen. Beziehungsweise, dass wir da oben hochkommen. Viel besser. Und gucken uns den ganzen Mist nochmal an. Das funktioniert also nicht. Okay. Wenn ich das aufmache, dann irgendwo runterspringe, dass ich da drauf, dass ich da durchfliege. Nee, das bringt mir auch nichts. Was? Warum haben sie da unten diese beiden gemacht? Und diese müssen für irgendwas gut sein, ne? Oh. Hallo ich. Gute Frage. Wie lösen wir das Ganze? Hier geht der Strahl rein. Der geht geradeaus weiter. Gibt es eine Möglichkeit, mit einer Kugel darüber zu kommen? Wenn ja, wie ist diese Möglichkeit? Ich könnte mitten im Flug die Kugel fallen lassen und hier stehen bleiben und die Kugel darüber schicken und dann mich. Das wäre eine Idee. Versuchen wir es. Das wäre tatsächlich, glaube ich, eine Idee. Okay, wow! Hahaha! Okay. Blaues Portal an diese Wand. Bisschen Zeit habe ich dafür. Verdammt! Es hat nicht ganz funktioniert. Aber... Nee, das bringt mir auch nichts. Oh, oh nö. Das macht jetzt nicht ernsthaft mit mir. Ernsthaft? Kommt da rausgeschossen. Wenn ich dafür sorge, dass hier unten reinfällt, müsste ich ihn nach oben kriegen. Also, natürlich kriege ich ihn nach oben, aber dann fällt er erstmal. Und dann müsste ich erstmal einen Endlos-Loop haben. Okay, ich habe einen Endlos-Loop erschaffen. Perfekt. So, jetzt muss ich das orangene Portal so setzen, dass der da oben rausfliegt. Und zwar jetzt. Ha! Jetzt machen wir dasselbe mit uns. Sehr schöner Witz. Portal 1, Portal 2, hier runter. Ne, Moment, wieso mache ich das nicht eigentlich direkt hier? Kann mir das jemand sagen? Hui! Okay. Da oben, blaues Portal. Hui! Hä? Aber der ist doch... Ach so. Aha. So löst man das Problem also. Okay. Jetzt von hier aus, dann mit dem Stein, der da oben... Da lag noch ein Stein, oder? Den Laser aktivieren. Moment, wieso mache ich das? Okay, jetzt ist das offen. Und dann können wir von da oben da drauf springen. Dann kann ich die Tür zumachen und bin froh. Okay, versuchen wir mal. Fahrer,
Uiuiuiui. Böse Turrets. Hallo Turrets. Hallo. Wir können also doch sterben. Okay. Moment. Wieso bin ich so doof? Tschüss. Das war echt blöd von mir. Problem erledigt. Also, mal wieder eins. Das. Orange? Da oben hin. Problem erledigt. Raus aus der Kammer. Sehr schön. Boah. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und schön. Die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Lass mich raten, für dich. Achso, du sagst mir die Lösung noch nicht mal. Na dann. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, das reicht mir dann aber auch erstmal. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie lange ich aufnehme. Okay, kein sadistischer oder sarkastischer. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Mamma mia. Oh, ach du Hei, was? Ich will mich jetzt nochmal kurz umgucken hier. Hier ist so, da muss ich hin. Die Dinger müssen 3 Stück da rein, okay. Na dann. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Portal 2 wieder. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und na, du Mistviech. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.